All right, on to the next site. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Fexil und in diesem Video spielen wir weiter mit Pokémon Snap. Wie ihr schon gesehen habt, ist ein neues Gebiet freigeschaltet. Und wenn ich richtig gesehen habe, ist da nicht nur Vulkan und Wüste, sondern sogar ein Wassergebiet, also mitten im Wasser. Einfach noch so ist aufgeteilt. Also nicht an Land, sondern mitten im feuchten Wasser. Wenn ich recht habe, sehen wir nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem Video. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mich zur Unterstützung gerne liken. Wir können jetzt zu weiteren Orten aufbrechen. Ich habe zwei neue Teleportierpunkte ausfindig gemacht. Oh echt, wo denn? Kopier, Rosa Strand. Volcha, sengende Sandwüste. Das Meer ist Captain Winch nie vorgedrungen, oder? Der Wahnsinn! Ich überlasse es euch, in welcher Reihenfolge ihr die Orte erkundet. Strengt euch weiterhin an. Erst ins trockene Gebiet oder erst ins Nassgebiet? Oder dürfen wir, wenn wir eins auswählen, weiter? Totna, habt ihr Spaß bei den Erkundungen? Ich hatte vergessen, dem Professor etwas Wichtiges zu erzählen. Anhand meiner Beschreibung hat es jetzt ein Upgrade für Forschungskamera entwickelt. Was denn für eins? Eine Melodiefunktion, mit der Kamera Töne abspielen kann. Das ist ein Klingen, die kann Pokémon an der Verhaltensweise zum Vorschein bringen. Klingt abgefahren. Rita, kannst du bitte alles weitere erklären? Okay. Wenn man R drückt, ertönt eine Melodie. Drückst du R9, stoppt die Melodie. Manche Pokémon sollten dadurch aufwachen. Andere fangen an zu tanzen. So Jolly Döpte. Ich muss aber zugeben, dass keine Gelegenheit hat, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, die Funktion zu nutzen. Wir sollten sie daher einfach mal ausprobieren. Toll, hat eine voll andere Kamera. Erkunden. Der Filmer. Hey, hast du mal eine Minute? Ich verrate dir ein Geheimnis, aber behalte es ja für dich, okay. Oh. Kannst du hoffen, ich soll irgendwo einen Bogen und kannst verraten. Gerade laufen Tests für eine spannende neue Funktion für das Neon. Scheint handelt es sich dabei um eine Schrumpffunktion, das Neon samt den Fahrer kleiner macht. Was? Schrumpfen? Was soll das? Wollen wir das mal heimlich ausprobieren? Hey, was treibt ihr beiden da? Nichts. So, dann störe ich euch sicher nicht, wenn ich den Professor rufe. Oh, Professor! Hey, lass das. Klärst du später, okay? Okay. Also, wo waren wir? Ja, das Schrumpfen automatisch geschehen. Es werden bestimmte Stelle der Scan-Funktion nutzen. Aber wenn... Ach ja, das... Okay, das Strumpfen automatisch geschehen, wenn man an bestimmten Stellen im Naturpark die Funktion nutzt. Was? Hä? Lass uns gemeinsam nach diesen Stellen suchen. Mann, ich bin voll in den Kabeln drin. Neue Gebiet. Dichter Dschungel. Topia. Dieser ruhige Strand zeichnet sich durch seine farbenen Sand aus. Dieser weiten Wüste dient Pokémon als kleine Oase, also einen kleinen Oase. Volca. Wie heißt das?
So, das ist insgesamt Volka. Das ist Kopia. Räumen wir erst auf Kopia? Lass erstmal noch. Derselbe Pokémon kann sich je nach Tag sehr verändern. Gefühl ist sowohl tags als auch nachts machen wir. Go, 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 go. Ich hab so go, go, Bock. Oh, guck mal. Cool. Das ist ja voll die Oase hier. Ich habe keine Lumina-Kugeln. Och, Mann. Ich habe leider keine Lumina-Kugeln in dem Gebiet. Nur Äpfel. Hm, das ist schon schade. Macht doch Sinn. Wir haben einfach noch keine... Für das Gebiet einfach... Ey, warum haut ihr ab? Och, Mann. Ich wollte die füttern. Oh, was ist das denn für ein Steinfelsen hier? Pikachu! Pikachu! Ach man, ich habe jetzt gestört, leider. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Tatschüsse sind so süß. Auch ein Kokobai. Wie sie schüttelt. Kokobai. Ich will dich ärgern. Mann, ich will dich an den Köpfen treffen. Hätte wahrscheinlich eine ziemlich abgefahrene Sache ergeben. Okay, komplett Wasser. Wir gehen schon mal leichter an den Strand. Hä? Hier sind Teile des Splitter. Okay. Blaue Schmetterling. Der Aquarienmuster. Was sind alle für Silon? Oh, da war gar kein Pokémon. Das ist gar kein Pokémon. Also gibt es hier auch noch wirklich. Hä, was? Was? Eine Hand? Die haben Hände? Das wusste ich noch nicht. Hä? Wo treiben wir hin mit dem Hilfe des Wassers? Da hinten! Was? Stimmt, wir haben ja die Melodie. Ja. Wir sind wieder am Land. Okay, achso, wir gehen jetzt hier wieder rein. Ich hab hier gar nichts mehr. Wir sind da einfach über den Felsen drüber schnell. Okay, jetzt sollte ich mich nicht so oft drehen. Boah, das war ein voll gutes Foto. So. Wir kommen immer mehr ins Wasser rein. Verlangt der Professor etwa, dass wir dahinter treiben? Oder will er uns endlich mal wieder an Land schicken? Hey, das ist ein Fisch. Wie dumm ist der eigentlich, an Land zu gehen? Ist das ein Fisch überhaupt? Hä? Ich sink nach unten. Ja, jetzt ist er endlich wieder drin. Im Wasser. Pikachu. Knabberei. Was ist das denn? Pikachu hat er gemacht. Er hat Pikachu gemacht. Ach, ich finde den einfach so süß. Im Flug. Der stellt sich tot. Der ist den ja gar nicht mal. Wow. Mach nicht so einen Elektroschock. Das ist also ein Elektronik-Po. Komm on. Ist das schon Ende des Gebiets? Das ist ja ein voll kurzes Gebiet. Wir kommen nicht mal in die Mitte der Insel.
Schade. Hoffentlich kann ich ins andere Gebiet, weil irgendwie habe ich jetzt mehr Bock auf die Sandwüste. Gerade mal. Komm zurück. Ich bin schon gespannt auf Fotos von deiner neuen Strecke. Bitte, bitte, bitte können wir dahin. Dann wieder. Hä? Die der Hintergrund ist anders. So war es ein Strand. Krabbox. Oder habe ich dann 3 Sterne? Nein. Koko. Weil. Bella gibt's. Habe ich nur 1? Das ist nicht. Das finde ich am witzigsten, wie es springt. Hä? Da sieht man ihn. Flug. 2 Sterne. Elektronikschock. Ja. Und dann. Oh, jetzt gibt es ja immer die gleichen. Goofer. Das sind eigentlich immer die gleichen. Egal, ob die einen anderen haben. Da gibt es keine extra Bewertung, könnte man sagen. Sondern es halt wirklich. Nur. Ah, für eine Sorte. Ich glaube, aber den. Wollen wir sehen. Neues. Klar, dass fast alles Neues ist. Außer die Villon. Der Mann. Silber. Ey. Kann ich einfach durchklicken. Aus meinem Villon. Okay. Pikachu Diamant. War es, glaube ich. Und los, weiter. Gesamt. 360. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was mehr? 200. Gufer. Das Ufer von Gufer. Hat sogar gelingelt, auch wurscht. Aber wir haben noch genug Zeit. So. Sonntag. Oh, ich hab schon was komplett bis zum nächsten Level. Wer ist vor schnell? Erstmal Kopi erkundet. Stimmt, Talent. Du hast 1500. Du hast 2 Kampf-Pokémon. Du denkst, illustriert. Fotonamen 9. Du hast den Vorstieg ausstrebendes Talent erhalten. Basiscamp. Ah, wir dürfen in beide Gebiete. Auf Vulka und auf Kopia. Aber wir dürfen jetzt auch jederzeit in die Wüste. Die Sandwüste. Sagen. Ach, das ist erstmal die Sandwüste. Ich will jetzt mal beide Gebiete gesehen haben. Während des Fotografierens vergisst man schnell alles um sich herum. Aber es wirkt. Aber es ist wirklich wichtig, auf seine Umgebung zu achten. Ja. Schaut alles gleich aus. Irgendwie nur Wüste. Okay, Puppen gibt's hier auch. Ja, was für ein unwitzeliges, für ein unnötiges. Die Pokémon führen mich hier bestimmt ganz anders Leben. Allen auf deren anderen Inseln. Boah, vor allem hier sind lauter Sandstürme. Hinten ist irgendein Kaktus. Irgendein Kaktus-Pokémon.
Was hat der gemacht? Ach, hier ist voll der Sandsturm. Hilfe! Juna, Fluss fliegen wir da. Wow, wow, da! Ich fotografiere ihn, aber ich selber fahre auch in den Sandsturm. Der in den Sandsturm drin ist. Buddel dich schnell rein, Pokémon. Nein, flieg da nicht rein! Wenn ich schon reingereicht. Kristallblume. Kaltblume von der Art. Ich fahr vorbei, Gott sei Dank. Aber auch witzig, wie der einfach da der eine Pokémon den treibt in den Sturm. Kann der Sandsturm Äpfel nach oben ziehen? Nein. Okay. Was ist denn da hinten für ein Nilpferdige? Ist voll. Oh, hier ist, glaube ich, die Oase, von der gesprochen wurde. Was? Das ist ein Feuer-Pokémon. Der ist angerüstet. Das ist auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon, weil die finden sich im Wasser. Nee, das Wasser. Ich glaube, das ist die Leben von Wasser. Und sind immer hier in der Nähe der Quelle. Könnte sein. Der Baum in der Mitte, wo Zarch pennt. Ist doch gar nicht mal Nacht. Wahrscheinlich ist es dann. Vielleicht ist ein Nachtwandler, könnte man sagen. Also, dass er nachts aktiv ist. Deswegen jetzt schläft, wenn wir dann irgendwann Nacht freischalten. Ist der umso aktiv. Was ist hier? Ist hier was? Nein. Ich hätte Beine vergessen. Du hast einen tollen Moment, aber ich wow. Da hinten schon wieder vorbei. Oh. Wie ein Sandmuster. Etwas im Sand vergraben. Etwas im Sand vergraben, ja. Schaut seltsam aus. So. Hey, bleib stehen. Der leuchtet einfach hinten. Ich zoome voll in das, ins Ende rein. Und so. Raus da. Hoch da. Jo. Das ist geil. Wie lief das erstmal diese wie lief das erste Mal auf dieser Strecke? Welche Pokémon bist du begegnet? Jo, Nilpferdartige. Was ist cool. Oh, ich habe einfach nur viele 4 Sterne, weil der in dem Sand drin ist. Jetzt muss auch erstmal passieren, dass man beim ersten Durchlauf sofort. Welche Pokémon? Letzter, doch da hinten. Gut, der gibt nicht viel Punkte. Der Kaktus ist so witzig. Irgendwann hatte ich ihn noch mal voll gut drauf, finde ich. Okay, vielleicht hat es auch getäuscht. Der ist besser. Oder habe ich da mehr? Sterne nicht. Flemmi? Ja, wie es verbrennt. Echt. So einer. Tief sind die zwei. Okay. Was für einer. Einfach verbrennen. Diesmal für Fotos. Ein Brisco. War das so schnell? Okay. Lekta. Noch nicht erforscht. Alles ist bei ihm noch nicht erforscht.
Es gibt mehr als genug Wassertiere. Das heißt, da gibt es kaum doch mal ein Wassergebiet. Ich glaube nicht, dass in dem kleinen Gebiet auf der Insel da, auf der Mini-Insel, nur halt wirklich nur diese Wasserpokémon, nur Wasserpokémon, die ganzen Wasserpokémon untergebracht sind. Wüstenforschung, das ist zum ersten Mal Volka erkundet. Hintergrund sieht man den Vulkan, den hat man aber so auch noch nicht gesehen. Fotografer neu. Du hast 15 Pokémon im Fortplex registriert. Glitzerweifen. Du hast den Forschungstitel Fotografie Neuling erhalten. Typ Elektro. Du hast 5 Elektro-Pokémon im Fotodex registriert. Neuer Auftrag. Basiscamp. Ich glaube, die Stromfunktion ist Neon. Können wir tags im Naturpark ausprobieren. Erkunden. Ich muss gerade noch mal raus. Lost Quest. Wie es aussieht. Schon witzig. Sushi. Fragezeichen. Okay. 4. Okay, Nummer 5. Genau in der Mitte. Raven. Miro. Ich gebe Pokémon mit. Okay. Naja. Gut, Tisch. Hä? So, war schon. Ah, hier fühlt sich. Mauks, also wohl genug zum Fressen im Gras erfüllt. Wo ist der Professor? Hat gesagt, dass ich in der Gegend ein Pokémon versteckt. Kannst du es finden? Ein gewaltiges Gen habe ich schon erfüllt. So habe ich doch gar nicht geholt. Boah, was für ein gewaltiges Gen. Es muss wahnsinnig müde gewesen sein. Ja. Füll. Gut gemacht. Dass alle so tief schlafen und fest können an beruhigen Wellen liegen. Die Felinar raus ist. Flubrus wundersame Reise. Hey, wie wär's mal mit Wettbewerbs? Mal sehen, wer von uns das bessere Foto von Frubbel macht. Warte, gibt's noch viel mehr. Weißt du, warum die war drin so hart arbeiten, wenn sie sich umsieht? Hey, findest du es heraus? Tanzkönig. Okay, das habe ich schon alles, glaube ich, habe ich schon mal vorgelesen. Das hier. Ich frage mich, ob Abok manchmal runterfällt, wenn ein Baum schläft. Vorhin habe ich ein lautes Geräusch in der Richtung gehört. Oh, also doch, das Geräusch war wirklich von Abok, dass ein Baum gefallen ist. Übrigens, das habe ich gemacht. Ich habe ihn nicht Äpfel abgeworfen. Wie ein Verrückter. Dschungelfreude. Ich habe beobachtet, wie Felino und Frubbel fröhlich zusammen gespielt haben. Das war so süß, voller Schande, dass du es nicht gesehen hast. Okay. Dann, hier ist gegen plötzlich Ming davon geflogen. Was ist passiert? Ist so viele Aufgaben. Also dieser Baum geleuchtet, in einigen Punkten angeflogen. Was das wohl für welche? Habe ich abgeholt, die Erfüllung? Den Sprung ins kalte Wasser. Todd, sogar Todd gibt uns Aufgaben. So. Perfekt, das ist ein richtig lebendiges Foto geworden. Wie es aussieht, geht Blueblatt
auf die Scan-Funktion. Vielleicht hilft das dabei, ein gutes Foto zu machen. Woanders als sonst. Normalerweise essen denn die immer beim Fliegen, aber ich frage mich, ob sie auch manchmal Boden am auf die Nahrung am Boden zu sich nehmen. Bitte untersuch das für mich. Okay? Ein fliegendes Tuska. Neulich habe ich ein fliegendes Tuska gesehen. Phil glaubt mir nicht, deswegen wollte ich es ihm in ein Foto weisen, aber bisher hatte ich kein Glück. Fingers Looping. Hast du schon mal ein, wie gesehen, wie ein Wingull ein Looping macht? Ich wette, das kriege ich erst als erster vor ein Foto hin. Denkst du wohl? Ich sage, ich glaube mir, wenn ich dann gesehen am Wasser hüpft. Piscos Schweif ist wirklich einzigartig. Vielleicht macht sie ihn zur ungewöhnlichen Pose mit ihm. Viel Aufgaben. Achso, das ist dann die erste Seite. Das sind so viele Aufgaben schon. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich zur Unterstützung gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video.